Juhu und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Ach, Hallöchen. Morning Gold. Brennen soll dieser Verräter. Horny. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Yeah, dann let's go. Ich hoffe, der wird dann endlich mal weg vom Fenster sein, weil der Typ ist ja mal mehr als nervig. Denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Ja, ja, das schon hast du okay. Wieder zu nörgeln, Adi. Echt mal, finde ich auch. Das ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Nein, der Verräter muss sterben. Doch, was da? Bist du wirklich überzeugt? Du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Natürlich. Nein, nicht ganz, das muss ich auch gar nicht sagen. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Da verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Das sehe ich allerdings genauso. Lass sie das Ding beschützen. Hi, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas sprengen zu lassen. Ach, ganz sicher. Ich denke mal eher so nicht, ne? Aber die Assassinen wären uns wirklich eine gute Hilfe, aber nein. Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Hallo, du kleiner Fetti. Ich glaube, ich mach den einfach mal kaputt. Ich meine, kann ja nicht schaden hier gerade. So, ein Schuss noch. Und weg bist du. Yay. Oh, bam. Voll gegen die Scheiße da geklatscht. Und ich habe mir eben noch einen neuen Rangsporn gekauft. Und voll Linken. So, da haben wir noch ein bisschen rumgekriegt. Das ist ja auch nicht übel. So, und dann... Oh, boah, man sieht hier ja so viel. Und dann gucken wir doch mal, dass wir hier die Benjamin finden. Die Benjamin. Das klingt irgendwie auch arg falsch. Ach, aber ist ja egal. Das muss ja... Oh, scheiße, der sieht uns. Muss ja nicht immer grammatikalisch richtig sein. Wie sieht er uns denn eigentlich hier, wo der fette Felsen dazwischen ist? Das finde ich ja schon gemein. So, aber der klatscht steht erstmal so Mörser in die Fresse, weil dann kriegen die ordentlich was zum Spaßen. Oh Gott, ich fahre gleich schon wieder da gegen die Wand. So gut wie ich bin, ne? Da darf das ja schon mal passieren. Und bam, voll gegen geklatscht. So, ich werde die Schiffe jetzt aber alle nicht entern, weil es doch um einiges zu viel Arbeit ist, ja klar. Toll, jetzt wurde mein Bekanntheitsgrad noch erhöht. Juhu. Aber ist ja jetzt gerade Wurst. Wir suchen jetzt einfach die Benjamin und gut ist. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Druck hier und machen mal ein bisschen schneller, ne? Weil sonst finde ich das Teil ja nie. Komm, ich glaube, ich schneide das einfach raus, bis wir gleich diese komische Benjamin da gefunden haben. So, da haben wir doch endlich schon die Benjamin gefunden. So schwer ist das doch nicht. Gut, dann versuchen wir einfach mal näher zu kommen. Ich meine, der Typ da an der Seite kann uns wahrscheinlich nicht so viel anhaben. Ich meine, das ist auch nur so ein kleines Pizzelsbötchen. Das ist jetzt nichts so Schweres so. Der schießt jetzt halt, aber guck mal, was das für ein Pizzelsbötchen ist. Das haben wir doch mit einem Mal hier direkt schon weggehauen. Nur das Problem ist halt, dass wir gerade ein paar Verfolge haben, aber ja, das ist jetzt auch nicht das Problematischste. Wobei das schon komisch ist, weil das echt leicht ist. Und ich kann mir diesen Hornigold-Typi da nicht so leicht vorstellen. Also, dass der Tod mal eben so schnell ist von dem. Das wäre komisch. Aber der überlebt bestimmt auf irgendeine total merkwürdige Art und Weise. Ich sehe es schon kommen. Was wollen wir denn jetzt? War die Start? Hauptsache wir fackeln so halb ab. Sind wir das? Ne, das ist der Hornigold, ne? Natürlich ist es der Hornigold. Ich sag ja, die müssen ja wohl irgendwie überleben. Wäre sonst irgendwie zu leicht. Ich komme wieder zurück. Voll so die Raucherstimme, so yeah. Okay. Sie haben Bekanntheitsgrad 2 erreicht. Das hört sich einfach so an, so, oh, herzlichen Glückwunsch. Du bist ein totaler Scheißi. Okay, gut. Hier ist Sperrgebiet, aber ich glaube, wir werden das mit Sicherheit nicht schaffen, ohne uns in Kämpfe, scheiße, da ist schon einer, verwickeln zu lassen, aber ehrlich gesagt ist mir das eigentlich relativ egal, weil es mir sowieso nicht liegt, hier diese ganzen Quests da einfach komplett abzuschließen da. Weil ich ja eigentlich nur die Mission so schaffen will und dann ist der Rest eigentlich egal. Klopp, du bist weg vom Fenster. Ich könnte eigentlich durchschwimmen. Ich meine, das sind keine Leute, also wieso nicht? Und scheinbar war ich hier schon mal, weil ich glaube, ich habe, oh ja, sehr unauffällig. Die Leute kommen hier so rüber, so la 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 la. Aber ehrlich gesagt, scheiß doch drauf. Ich meine, wenn mich hier keiner sieht. Oh, wie unauffällig ist das denn? Da sind so voll viele Leute und alles Gedöns, aber na, fällt ja nicht auf. La 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 la.
Okay, warte, wo muss ich hin? Ich leg mich mal so lange hier in den Heuhaufen rein. So, die drehen hier wohl scheinbar ihre Runde und da ist eine Ziege. Was soll man die da machen? Da ist noch ein Scharfschütze da oben, aber da kommen wir gerade nicht hin und wir müssen scheinbar nach da oben auf den Punkt. Ja, dann würde ich noch so mal sagen, let's go, ne? So, weil hier kommen wir mit Sicherheit hoch und da ist auch schon ein Scharfschütze. Plopp. Sehr unauffällig. So, nochmal sehr unauffällig. Und weggehen. So, jetzt ist alles gut. Okay, da hinten sind zwar noch welche, aber das kann mir ja gerade egal sein. Weil wir müssen nur da über diese Palme kommen. Und dazu müssen wir erstmal die Leute eliminieren, die hier rumlatschen. Oh, scheiße, das war auffällig, das war auffällig, das war auffällig, das war auffällig. Komm schon, mach hin. Oh, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Oh, oh. Okay, okay, die haben es erst bemerkt. Das ist sehr gut. Weil solange die anderen kleinen Scheißes nicht ankommen, ist noch alles in bester Ordnung. Okay, doch, dem ist das gerade aufgefallen. Aber dann können wir so lange hier hochklettern und uns erstmal so ein bisschen verstecken. Ach, scheiße, der sieht mich, ne? Oh! Warte, warte, warte. Komm, wir machen den einfach schnell fertig. Ist ja nur einer. Bam! Pim, 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 pim. Oh, das hat ja alles schön angehört. Okay, also wir haben uns zwei Kämpfer verwickeln lassen, aber ehrlich gesagt, kann doch egal sein. So, da hinten ist der Clan Honigold, der einfach so richtig so hardy ist. Warte mal, wie kommen wir denn darüber? Über die komische Palme da, nicht wahr? Ich meine schon. Ja, passt schon. Da, wofür sind Palmen denn sonst da? Ich meine, nur um Attentate auszuüben. Ist doch wohl klar. Kriege ich denn von hier? Oh, das war gerade sehr auffällig. So leicht. Ey, wieso sieht der mich immer, wenn ich um die Ecke gucke? Das finde ich jetzt nicht nett, mein lieber Freund. Okay, ich könnte natürlich hier reinschießen, aber das wird auf jeden Fall auffallen. Ich meine, wie soll es denn nicht auffallen, wenn man da so reinschießt, mal eben so? Hm. Oh, oh, das war gerade auch ein bisschen auffällig. So leicht. So, einfach mal hier vorbei. So, la, 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 la. Oh, fuck. Oh Gott, das fällt nicht auf. Das fällt gar nicht auf. Warte, lass mich doch mal pfeifen. Nein, geh auf die andere Seite. Hallo? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Kinder, ich verstehe es nicht. So, komm, wir gehen jetzt einfach hier hoch. Ohne Scheiß, ich springe jetzt einfach hier so weiter. Man, ich kenne den Bastard, wieso sollte ich mir hier Mühe geben? So, und jetzt machen wir einfach ein geiles Luftattentat, weißt du? Ich wollte hier gar nicht ganz hoch, weißt du? Ich wollte hier nicht ganz hoch. Aber egal. Ja, er wird's umso cooler. So, bam. War das nicht geil? Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Nein. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau-Field? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünschte, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Denk mal drüber nach, lieber Edward. Ich meine, die Piraten sind ja nicht alle dumm. Das ist ja wirklich so. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. That's it. Trotzdem reicht es nicht, die ganze Zeit immer zu mördern. Also ich finde daran, was sie sagen, ist eigentlich schon was Wahres dran. Und ich habe den sogar mit einem Luftattentat gehört, obwohl ich das gar nicht gelesen habe. Yeah. Cool. Okay, jetzt sollten wir aber vielleicht erstmal abhauen hier, weil hier waren ja ziemlich viele Leute gerade. Und dann lass uns mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Charlotte sind wir gerade so. Okay, dahin müssen wir. Können wir auch hier hin so? Na, können wir? Ja, können wir. Okay, dann ersparen wir uns nämlich die Zeit so ein bisschen. Und dann gehen wir einfach schon mal zum nächsten Punkt, nicht wahr? So, ich muss gerade mal gucken, ob wir hier so entlang können. Ja, man kann auf jeden Fall die Küste entlang. Das ist doch schon mal Juti. Wir könnten auch unseren Bekanntheitsgrad zurücksetzen lassen. Aber das verspeist dann auch wieder Zeit. Das ist eigentlich relativ unnötig gerade. Boah, Kriegsschiff. Oh, cool. Ich mag die Kriegsschiffe, weil die immer so voll viel Money und so dabei haben. Das ist eigentlich ziemlich cool. Weil ich brauche momentan auch viel Zeug. Und oh, cool, jetzt habe ich schon zwei Verfolger. Oh, das ist ja nett. Aber normalerweise sind das voll die richtig so lahm-Airschies und so. Deswegen geht das eigentlich. Und ich glaube, ich habe meinen Ton wieder voll leise gestellt, so gut wie ich bin. So, yeah. So, du hörst mich einfach nicht. Pech gehabt. Ja, ich glaube, das richte ich gerade mal eben. Ups. Nee, ehrlich gesagt ist der Ton genau gleich wie sonst auch immer. Nur irgendwie hatte ich nicht den Eindruck, aber kann auch daran liegen, dass ich irgendwie diesmal total laut rede. Warum auch immer.
Nein, ich rede eigentlich immer laut. Also, ich verstehe nicht, wieso da jetzt ein Unterschied sein sollte. Aber egal, ist ja Wurst. Dann machen wir einfach mal die nächste Quest, die sich nämlich nennt das Observatorium. Wir kommen unserem Ziel also scheinbar schon mal ziemlich nah. Ist doch eigentlich recht cool. Weil uns fehlen jetzt, glaube ich, nur noch 3 Sequenzen. Also, es gibt ja 13 und wir sind gerade bei 10. Ei, durch meine Hand. Wie kommt es, dass nur du finden kannst, was so viele suchen? Von Geburt an habe ich Erinnerungen. Erinnerungen aus einer ganz anderen Zeit. Wie ein anderes Leben, das ich durchlebt habe. Der Teufel soll dich holen. Mann, drück dich klarer aus. Ach, das ist aber nett. Nicht heute. Zu seinen Freunden so, der Teufel soll dich holen, du bist scheiße. Der Weg vor uns ist gefährlich. Gut, dann let's go, ne? Yeah. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Das hört sich nämlich nach fiesen Tieren an. Den Dschungel sichern. Oh Gott. Ich hoffe, hier kommen nicht wieder diese Scheißis. Was ist das denn? Hey, wer ist das? Hey, wer war das? Was? Hä? Bam! Du bist tot. So, warte, ich muss gerade mal gucken. Mit Berserker fallen wäre das vielleicht ganz gut. Treffe ich den da? Na, da ist er leider zu weit weg. Das ist blöd. Aber gucken wir mal jetzt vielleicht. Hahaha. Jetzt bist du am Arsch. Dadisch, dadisch, dadisch. So, okay, da ist auch noch einer. Warte. Ey, ja, der Baumstamm ist einfach total in meinem Gesicht drin. Das ist aber schön. So, dann kommst du nämlich mal weg. Tschüsschen. Und dann ist da wohl noch dieser ganz eine da hinten. Ach gut, haben wir schon. Jutti. Dann in die nächste Sonne. Was ist das bitte jetzt für ein Wort? Ich weiß es nicht. Egal, ich darf auch mal so komisch sprechen, okay? Okay, und hier gibt es viele Einnahmepunkte. Das ist eigentlich cool, weil dann könnte ich das endlich mal vervollständigen da. Also, das mit dem ganzen Zeug da, was ich gesucht habe und so. Das wäre nämlich eigentlich ganz cool. Weil ich habe fast alle Kisten und Gedöns, nur mir fehlen halt noch ein paar Sachen, weil die erst durch die Hauptstory freigeschaltet werden. Das ist leider das Doofe daran, aber ja, dann können wir das nämlich auch bald vervollständigen. Yeah, warte, ich sehe da hinten einen. Hallöchen. Kleiner Fettwams. Da, ich sehe dich. Okay, Berserkerfall könnten wir nehmen. Fände ich eigentlich ganz sinnvoll. Ich meine, da müssen wir nämlich nicht viel tun oder uns mit dem irgendwie bitchen oder so. Dann machen wir das nämlich einfach auf diese Art und Weise. So, du bist da nämlich weg vom Fenster. Wie sieht es mit den anderen aus? Hallo? Ach, da oben ist einer. Nee, das ist ein Affe. Huch! Ach, ist doch dasselbe. Warte, ist hier noch wer? Ich weiß es nicht. Ich würde den eigentlich ganz... Ach komm, wir machen einfach so... Nein, das war doof. Das war richtig doof. Was habe ich denn da gemacht? Jetzt habe ich noch so einen Scheiß auf den geworfen. Ich wollte eigentlich nur schießen. So. Okay. Was, ist noch einer da? Nee. Ach so, alles gut. Ich wollte mich schon aufregen. So, habe ich das schon wieder nicht? Mods. Und so, nicht den Baum hochklettern. Darum habe ich nicht gebeten, mein lieber Freund. Mein Wertester. Mein Allerwertester. Das sagt meine Mutter manchmal zu mir. Meine Allerwerteste. Da muss ich immer an so einen Hintern denken. An so einen Arsch, der redet oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist so. That's life. So, da sind ein paar kleine hässliche. Den nehme ich auf jeden Fall noch mit der Pistole. Natürlich kriege ich den von hier aber noch nicht. Das war klar. Kann ich nicht irgendwie erst nochmal meine Pistole hier so? Nee, glaube ich nicht. Ich habe doch nur noch einen Schuss. Voll der Scheiß. So, come on. Tschüss. Schüsschen, Küsschen. So, und dann nehme ich mir den da unten natürlich noch mit. Ich hoffe, ich kriege den mit der Waffe hier. Come on, mach hinne. Nee, natürlich nicht. Okay, warte. Dann dahin. Bam. Tschüsschen. Warte, es sind immer noch Leute da. Hallo, wie viele sind hier bitte? So, da ist bestimmt noch einer, oder? Nee, natürlich nicht. Okay, da im Gebiet? Hallo, wo sind die? Oh nee, nicht so hässliche Suchquests. Das mag ich ja gar nicht. Ach, ja, ich dachte schon, ich muss das Krokodil jetzt... Aha, kleiner hässlicher. Ja, jetzt versteckt er sich schon wieder. Oh, voll der Doofe. Okay, komm, dann springen wir noch schnell hier rüber und nehmen den auch schon mit. Hallöchen. Hä, wie dumm der da rumhantiert, so und so, voll wie so ein kleiner Krüppeli. Hallöchen, wo seid ihr? Mann, was ist das für eine dumme Quest? Die gefällt mir irgendwie gar nicht. Einfach nur so komische Hüter da aus dem Wald holen, wo auch immer die herkommen. Das sind voll die Buschkinder, ey. Also, ich kenne Hobbys. Warte, dahinter ist, meine ich, noch was. Ja? Ich habe hier gerade was gesehen. Hallo? Aha, sag ich ja. Hallo?
Oh, ist das dein Ernst? Komm, wir machen einfach Attentat. So. Hat zwar gerade ein bisschen gedauert, aber ist ja Wurst. So. Was? Immer noch weiter? Ja, hallo Timer. Oh Gott, Hilfe. Ich will weg. Ich will weg aus dem Gebiet. Ich hasse Krokodile. Ich will einfach nur weg von denen. So, also, wo können wir denn am besten entlang? Hier vielleicht? Und da? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gucken einfach mal so schön systematisch. Hier müsste man ja einfach ganz locker weiter können. Perfekt. Oder so. Oh Gott. Ah, okay, keine Krokodile. Alles gut. Keine Krokodile. Alles bestens. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Ach Gott. Noch komplett. Warte, warte, warte. Ich hab dich gesehen. Ich krieg euch. Ja, warte. Die kriegen wir auch noch. Die kleinen Bobis da. Ich meine, was machen die hier überhaupt? Wieso verstecken die sich da und wollen uns töten? Muss man das verstehen? Okay, hier ist Sperrgebiet. Hallo. Kleiner Fettwanz. Ach, da ist der kleine Fettwanz. So. Okay. Die dürfen ja theoretisch eigentlich rüberkommen. Ich meine, komm doch suchen. Hallo. Komm doch hier rüber. Boah, dann halt nicht. Warte, dann gehe ich in den Busch hier und dann erschieße ich den da hinten. So, bam. Ich meine, kann mir ja eigentlich egal sein. Der kann hier sowieso nichts anrichten, außer rüber rankommen. Wow. Das ist aber krass. Bam. Lustig, wie die einfach alle so plopp und sterben. Das ist lustig. Suchgebiet ein. Ach, ich habe das gar nicht auf Anfischzungen gemacht. Aber das kann mir ja egal sein. Aber ich glaube, wir beenden hier erstmal den Part und machen dann im nächsten Part weiter, ne? Ciao!